Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich muss mich gerade erstmal ein bisschen wieder orientieren. Wir haben eigentlich gerade schon den Schrein gesehen, den wir finden müssen. Oh, das Ding schießt schon auf mich. Alles klar. Na komm, jump doch. Die jumpen doch auf mich. Oh Gott, natürlich setzt mich der in Kampf. Wir sind noch relativ nah am Punkt, deswegen kann ich mir eben mein Leben auffüllen, das ist ganz gut. Wir haben gleich in der letzten Folge Erfahrung verloren, weil wir runtergefallen sind. Hier an der Stelle rechts von uns. Das war deprimierend. Ja, deprimierend ist das Wort, was ich gesucht habe. Es war deprimierend. Das muss ich leider ernsthaft sagen. Und den Typen kann ich wahrscheinlich wieder nicht backstabben, weil ich ihn nicht angewählt bekomme. Ah doch, ich habe ihn angewählt bekommen. So, ihn jetzt mal zu backstabben. Hinter ihn. Ja, das war ein Backstab. Zack. Und noch einen Schlag müssen wir machen. Ich kann keinen Schlag machen, weil es leckt. Oh, er hat schon was getrunken. Komm schon, wir setzen auf jeden Fall den Hit. So, jetzt haben wir hier die Ratten wieder. Oh Gott, wir schlagen jetzt ziemlich langsam zu gerade. Muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir so langsam zuschlagen. Wo bist du? Wo bist du? Sagst du? Ja, bell ruhig. Was in die Fresse. So, und weiter geht's. Ja, da vorne haben wir die Armbrustschützen. Die wir auch backstabben können. Obwohl der mich anguckt. Oder halt auch nicht. Er gibt mir einen Hit. Und ich verliere meine ganze gesamte Energie. Was ist denn da los gerade? Ich verliere so viel Energie. Was ist los? Krass, scheiße. Oh je, da haben wir ganz schön ordentlich auf die Schnauze gekriegt von denen. Wir trinken sicherheitshalber nochmal, weil da unten ist ja wieder unser Kumpel Dino, oder? Ist er nicht da? Spawnen die nicht neu, die Lanzenträger? Das ist natürlich nice. Alles klar, dann haben wir hier wahrscheinlich den dicken Schildträger da oben gleich. Den wir besiegen müssen, um durch das Tor da durchzukommen. Ne, durch das dahinter. Hier war ja noch so ein... hier, das war's. Ja, zurück. Zurück. Das wird gleich wieder fertig sein. Nochmal einen Schritt zurück. Wieder umswitchen. Und einen Sprung angriff. Zack. Das klappt sehr gut gegen den. Hier war nichts. Genau, den müssen wir besiegen. Das hat gut geklappt. Erstmal einen Hit gehen. Ups, warum trete ich denn? Gleich nochmal einen Hit und zack. Wenn er loscharge, dann können wir ihn mal ausweichen. Aua. Okay, das dauerte mir die ganze Energie weg. Und zack. Wir sehen immer so krass aus mit dem zweiten Schwert, weil wir haben schon Zeit bekommen. Da unten ist da diesen Stein, glaube ich, den wir finden müssen. Die Truhe war verschlossen. Wir bewegen den und müssen jetzt schnell sein. Lauf, lauf, lauf. Und hier durch, dadurch, dadurch, dadurch. Ich hoffe, dass das so sein muss. Wir öffnen die Truhe. Gucken, was wir da drin haben. Ja, wir nehmen. Einen leichten Brustpanzer und List. Oh.
Ah, hier sind wir, wo wir auch runter konnten, wo ich doch nicht runtergehen wollte erstmal. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Nein. Muss ich mich jetzt hier fallen lassen oder was? Ah, hier kriege ich aber keinen Schaden. Kurz mal gucken, wo wir jetzt sind. Ah ja, hier hinten der Ausgang. Wo ich noch nicht runter wollte. Letztes Mal. Kann mich daran erinnern. Wir geben einfach mal so ein bisschen was mit. Können wir ja machen. Aua. Wir müssen hier mal kurz weg, wenn du da nichts gegen hast, Minion. Weil dein Kollege uns nervt. Aua. Ich wollte ihm gleich dann die bestrafen, dass wir den Kollegen getötet haben. Hepp und. Aua, das ist extrem stark. Aber wir sind auch stark. Manche Schlangen einfach mal zu, wenn die Schlangen daneben. Aua. Ich mag diese Typen nicht. Die wirbeln so viel. Okay, jetzt machen wir ihn kaputt. Ich mag diese Slow-Mo. Schlag doch mal zu. Was ist das? Warum regen die sich dann? Aua. Ich kann ihn nicht mehr anwählen. Ich muss sie, glaube ich, irgendwie in eins tippen. Zuschauen. Ich kann ihn dann nicht töten. Dann kann ich ihn nicht töten. Und einen schweren Schlag ziehen wir mal durch. Sehr schön. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass er sich jetzt wieder reckt. Ich glaube, keine Ahnung, was irgendwie deren Geheimnis ist. Ob er die irgendwie... Und das muss ich jetzt töten. Nein, das tötet nicht. Er reckt sich. Warum reckt er sich? Ich weiß nicht, woher er dann direkt... Ich glaube, ist irgendwas, was ihn reckt. Ich muss doch nicht wissen, was ihn reckt. Und ist irgendwas, was ihn reckt und ich weiß nicht, was es ist. Dann chargen wir einfach an ihm vorbei. Nein, okay, er haut uns auf uns zu. Ich würde am liebsten nochmal zurück zu dem Stein gehen. Einfach, weil wir keine Heiltränke mehr haben und uns ein bisschen healen. Wäre, glaube ich, das Beste erstmal. Erfahrung. Läuft. Tränke kriegen wir. Also irgendwie muss es da was geben, was ihn heilt. Ich weiß nicht genau was. Ob es irgendein Typ ist oder irgendein Mob, irgendein Item, was wir kaputt machen müssen. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Mhm. Und zwar diese Herzen. Wir haben diese Tyrannenherzen. Das eine Mal haben wir ihn, erst als wir das Tyrannenherz eingesammelt haben, konnten wir ihn dann töten. Das heißt, das Tyrannenherz hält ihn am Leben. Aha, ich bin ein Genie. Und bevor wir den da unten getötet haben, war auch ein Tyrannenherz da im Weg. Und jetzt müssen wir gucken, wo das ist. Das müsste irgendwo da hinten liegen, hinter ihm. Ja, da hinter ihm. Er protectet das quasi. Wir laufen an ihm vorbei. Aua, oder auch nicht.
wir schlagen zu. Ah, es regt auf. Komm, wir schlagen zu. Geht doch. Da unten ist ein Stein. Natürlich ist da ein Stein. Also war meine Vermutung, hier ist ein Schalter. Den benutzen wir aber noch nicht, weil wir erstmal zu dem Stein runtergehen. Also wenn diese Typen sind, muss irgendwo ein Tyrannenherz liegen. Okay, da geht's hoch. Da läuft einer weg. So, ich benutze den Stein, um mich erstmal zu gehen. 5 Heiltränke haben wir wieder. Das deckt kurz. Ich betätige erstmal den Hebel, weil ich glaube, diese Tür ist eine Abkürzung. Ich glaube es nur. Ich weiß es nicht, hoffe es. Mal gucken. Liege ich richtig? Oder nein? Da ist aber eine Spinne. Sie macht nichts. Sie macht nichts. Sie ist unsichtbar. Lol, sie ist wieder gespawnt. So. Mächtiger Antanas. Ich habe soeben eine uralte Nachricht gefunden, welche die womöglich kühnste Schöpfung der Roga beschreibt. Sie ist größer als alle Herrscher, verfügt über eine ungerade Anzahl an Gliedmaßen. Ihr verderbtes Fleisch ist mit Waffen verwendet und es steht etwas über Unverlässlichkeit oder Heilung dabei. Ich glaube, er meint damit diese mehrarmigen Bestien, die dem wir schon begegnet sind. Ja, Audi 3. Greif, Brustpanzer schwer. Das heißt, wir haben schon das zweite Ding für Greif, glaube ich. Greif haben wir den Brustpanzer, glaube ich, haben wir den Helm auch schon. Oder? Nee, ich glaube, irgendwas haben wir für Greif schon. Schuhe haben wir schon. Ich will aber mein Dingsset noch nicht ausgeben. Huch, ich habe nämlich mal recherchiert und zwar bringt unser Set folgendes. Es gibt nämlich einen Hidden Passive Bonus auf zweihändige Angriffe. Und da wir zweihändige Angriffe machen, ist das doch super. Es laggt wieder ein bisschen, wenn er speichert. Huh. Ist das eine Armbrustschütze da oben? Ich weiß es nicht. Bashed. Da ist ein Portal. Und da geht's runter. Alles klar, hier kommt ein Boss. Hier kommt ein Boss. Ich bin gespannt, was hier jetzt kommt. Das Portal. Was erwartet uns hier? Hallöchen. Sonderlich, aber wir müssen aufpassen, dass er. Weil er Schläge macht und wir dann keine Energie mehr haben. Jetzt macht er den Schlag auf den Boden, jetzt können wir ansetzen. Hep und drauf. Oh, 72 nur. Okay, kriegt sehr wenig Schaden rein. Den Schlag auf den Boden sollte ich nicht versuchen abzukriegen. Ansonsten. Er wirft was. Okay, er wirft solche Klingen. Wir können auch was werfen. Nein, scheiße, was soll das? Auch was werfen. Nein, wir können nichts werfen. Ah, jetzt sieht unsere Magie ab. Okay.
dann müssen wir wohl draufhauen. Magie nützt nichts, aber das stört uns nicht unbedingt. Falls wenn er daneben steht, das ist oder was. Dann schlagen wir nämlich zu. Er hat zwei Hits, will einen schweren Angriff machen oder einen leichten. Okay, wir machen lieber leichten Angriff. Ziehen weniger Energie. Schaffen wir zeitlich auch. Infiltrator. Ha? Ha? Was willst du von mir? Oh, Schwachstelle hinten. Ein bisschen im Rücken treffen. Definitiv die Schwachstelle von ihm. Hinten am Rücken. Nicht die auf die Beine hauen, weil die Beine sind gepanzert. Wir müssen ihm. Das, er hat auch ein schwaches Bein. Vielleicht auch das schwache Bein, klar. Oder hat er da die Rüstung schon verloren? Wenn wir das jetzt so reagieren. Wenn wir jetzt hier auf das Bein schlagen, kriegt er Schaden. Er kriegt eine Menge Schaden reingebracht. Okay, immer auf das schwache Bein schlagen, alles klar. Das verstanden. Auf das hier. Ja, das schwache Bein schlagen. Was war denn jetzt? Was war das? Was war das? Kommt jetzt irgendwas raus oder nur irgendwelche komischen Wellen? Oh, jetzt bin ich vergiftet. Oh, ich bin hier gefangen. Scheiße. Das könnte ärgerlich sein. Okay, kann mich wieder bewegen. Ich muss was trinken. Was macht der in der Mitte? Der darf nicht in der Mitte. Haltet sich dann? Ich hänge schon wieder fest. Ich muss aufpassen, dass ich in diese Dinge reintrete. Ich trinke nochmal. Er macht immer, er hielt sich daran. Okay, jetzt sind wieder alle weg. Das schwache Bein, das schwache Bein. Er macht wieder diese Dinge. Dann soll man lieber schlagen. Komm, wir locken ihn da weg. Okay, jetzt ein schwerer Angriff auf seinen Scheiß. Oh, wir treffen aber nicht. Das ist auch einfach. Wieder vergiftet. Aber das Gift macht uns nicht. Doch, es macht uns Schaden. Scheiße. Krass. Nicht zu weit weg von ihm. Wir müssen echt nur auf das Bein schlagen. Bei den anderen beiden kriegt er einfach nicht so viel Schaden, das ist ärgerlich. Das ist echt doof. Hier geht's wieder heilen. 421 Damage. Und nochmal. Hep. Zack. 200 Schaden. Und wir schlagen zu. Das Problem ist, dass wenn ich einen normalen Angriff bin, charge ich so nach vorne. Das macht ihm extrem viel Schaden, wenn er sich da healt. Wir schlagen aus sein kaputtes Bein. Zwei jetzt down. Weg. Wir haben keinen Heil drin, wir müssen safe spielen. Ich weiß jetzt aber, wie dieser Boss funktioniert. Das ist schon mal ein Vorteil. Er macht wieder nichts. Er schlägt zu. Daneben. Und weg. Super weg. Und wir schlagen wieder zu. Leider nicht auf sein Bein. Leider nicht sein Bein getroffen. Oh, jetzt ist das zweite Bein. Jetzt hat er schon zwei Beine nicht mehr. Covered. Der ist schon ein Hit gelandet. Aua, das vergiftet uns wieder. Das dürfte jetzt relativ ärgerlich sein. Wenn er sich healt, haben wir ihn. Er muss sich aber auch healen, weil wir haben jetzt wirklich nicht mehr viel. Wir können auch nicht mehr viel einstecken. Auch wenn wir blocken. Okay, healt sich da hinten. Das ist unsere Chance. Wir müssen jetzt einen schweren Angriff setzen. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Okay. Aber ich finde ihn nicht wirklich schwer. Wenn man es erstmal raus hat, wie man ihm Schaden machen kann. Ich weiß es jetzt. Das heißt, ich werde auch nicht mehr so viele Tränke verschwenden. Ich weiß, wie der Boss funktioniert. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. 4000 Erfahrung hatten wir dabei. Aber das ist ja nicht so das Problem. Das kriegen wir schnell wieder rein. Hm. Machen wir auch easy kaputt. Nehmen wir einfach seinem Dings ausweichen. Easy. So, und wir machen wieder den Bosskampf. Der steht da nämlich noch. Wir betreten. Aber das erste, was wir machen, wir laufen hier vorbei. Er springt erstmal.
Wo ist denn hier unsere Erfahrung? Da ist sie. Da kommt er. Er hat momentan noch kein kaputtes Bein. Müssen wir erstmal eins kaputt machen. Ich glaube, auf dem ersten Viertel macht er das dann. Wir haben auch 6 Heizung jetzt hier, machen wir nur 5. Nein, warum trinke ich den überhaupt? Ich wollte ihn nicht trinken. Okay, das hat jetzt schon mal keine Rüstung mehr dabei. Also unsere andere Stelle, wo wir ab jetzt angreifen. Wir trinken einen Schluck. Jetzt offenbare uns dein Schwaches. Genau das. Und wieder weg. Aua. Und wir machen einen schweren Angriff mal drauf. Ah, 60 haben leider seinen Bein bekommen. Er wirft wieder seine komischen Bälle. Sein zweites Bein ist jetzt auch schon. Auf unserer Seite. Aber das vergiftet uns immer, wenn er den Stachel in uns reinbohrt. Oh nein, 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 nicht da rein platschen jetzt. Okay, er heilt sich, er will sich heilen. Ich trinke eben kurz. Wir machen einen schweren Angriff, voll aufgeladen. Zack, 200 Schaden. Energie und wir hauen wieder rauf. Warten wieder ein bisschen Energie und hauen wieder rauf. Den haben wir kassiert, aber das ist nicht so das Problem. Wir trinken sicherheitshalber mal. Können es uns jetzt erlauben, weil nicht mehr so viel Leben hat. Wir haben jetzt wieder das Gift gefressen. Okay, jetzt können wir ihn, wenn wir jetzt das nicht abkriegen. Er schlägt jetzt fast nur mit seinem Schwengel dazu. Und jetzt machen wir ihn einfach fertig. Oh nein, ist das noch ein Bosskampf? Oder haust du ab? Wir können ihn nicht hinterher laufen. Sehr schön. Die Schlacht wäre geschlagen. Infiltrator geschafft. Und da ist ja unsere liebste Freundin. Kristall des Reisenden haben wir bekommen. Haben wir denn auch wenigstens ein bisschen Loot? Da. Da ist Loot. Haben wir Loot? Habe ich Loot. Schass. Eine Glewe haben wir bekommen. 57 Stärke-Skalierung. Oh, die sieht nice aus. Aber... wir nehmen weiter in unser Schwert. Hallo, liebste Frau. Wie heißt noch? It's a bitze. Ja, ich würde gerne reden. Oh, wow. Ich muss zugeben, das war eindrucksvoll. Jede Menge Übung. Natürlich. Und dass ich mich um diesen Kerl da gekümmert habe, war natürlich ein Kinderspiel. Den hätte ich auch noch geschafft. Die Beute gehört dem Sieger. Also nehme ich mir das als Souvenir. Was machst du denn mit den ganzen Steintafeln? Du hast viel zu viele. Lass mich helfen. Na komm. Hier, bitte sehr. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Mach's gut und pass auf Schlangen auf. Blitzwiderstandsspieler, wir haben Splitter gekriegt. Sehr nett, sehr nett. Gibt's hier noch was zu holen? Nein, das heißt, wir gehen zu unserem netten Typen da, den wir jetzt da gerade gefunden haben.
Nimm ihn. Krach. Ja. Krug nicht töten, Rohak! Gib mir einen Grund, dich nicht augenblicklich zu töten. Hikra, Belohnung! Ich für die, Krag! Belohnung? Wofür? Na los, rede weiter. Cracker, Rura bringen, Schädel, Krack, Menschenschädel, Rohak, Belohnung. Ja, ich hab dich verstanden. Wozu brauchst du Menschenschädel? Medizin brauen, Krug, Schmerzen, Urak, aufhören, Krag, Schild geben. Rakun, Zauber auf Schild, Gruak! Hier hast du ein Schädel. Hier ist das Ding, das du haben wolltest. Urhik, viele Schädel! Gra, gra, brauchen mehr! Krach! Du brauchst mehr Schädel. Gra! Ich habe hier ein paar. Urhik! Krach! Bringen Schädel! Ich suche weiter. Ich hab da ja schon. Krach! Ist ja gut, Krar, Ochar, Jure. Alter, ey. Der war eine Aussprache, du. Kannst du nicht. Ach, stimmt ja. Wir haben ja ganz den Dings vergessen. Den Splitter. Das Portalsplitter. Mann, gut, dass es hier Geräusch kommt. Wo sind wir denn jetzt hier? Krach! Krach! Oh, alte Höhle. Krach! Warum öffnet sich da? Was haben wir hier? Krack! Krach! Halt die Schnauze. So, wir haben den Dings. Achso, dann ist hier der andere Eingang. Ah, okay. Dann ist da hinten noch so ein Siegel wieder. Das können wir erstmal reingehen. Oder gehen wir erstmal zum Stein. Ich würde sagen, wir safen erstmal. Holen uns ein paar Tränke, falls hinter der Dings wieder so eine Herausforderung lauert. Und dann gehen wir da mal rein. Huch, wieder der kleine Leck, den wir haben. 5 Heiltränke haben wir jetzt. Das sollte reichen für das Portal, wenn da irgendwas drin ist. Wir betreten das andere Reich. Obwohl wir eigentlich schon im anderen Reich sind, ne? Sind wir jetzt wieder in einem normalen Reich? Oh, wieder normal 3 Kisten. Sehr schön. Eine leere Flasche für unseren Trank. Das heißt, 7 können wir insgesamt leuchten, ne? Ein Kodex, ein Großschwert. Kodex. Können wir wahrscheinlich noch nicht nehmen, noch zu wenig Stärke oder so. Kodex da. Stärke, oh, 3 Sockel, das ist echt krass. 3 Sockel. Stärke-Skalierung 22 braucht das Ding. Energie 210. Kraft 100%. Was haben wir denn hier auf unserem momentanen Schwert? Ah, schick sieht's ja auch aus. Kraft 100%, Schaden 79, Stärke-Skalierung. Keine. Hier haben wir 3%, hier haben wir keine. Aber das Gute ist halt, dass man... Ich überlege gerade. Dass man da 3 Sockel draufhauen kann. Da könnte man zur Not echt noch einiges an Schaden raushauen. Auf dem Ding. Energiesplitter. Und wir verlassen das Reich.
Schön. Der dürfte wieder da sein. Oh Mist, der hat uns gehört. An der letzten sind Brand direkt. Die Schnauze. Wie viel Erfahrung haben wir? 9744. Uns fehlt, glaube ich, 4 Stärke. Ja, 4 Stärke, damit wir das mal angucken können, das Ding. Gehen wir jetzt erstmal die Stärke oder mache ich weiter? Ich mache erstmal weiter. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Lord of the Fallen. Danke fürs Zusehen.